Ja, es war eine ziemlich Überraschungsmeldung heute Mittag, Nachmittag. Darum habe ich gerade kurzerhand gesagt, Romano Borghezzi muss ich noch geschwind für eine Fragerunde haben. Es geht nämlich um die Meldung aus der Swiss League und darum ist auch der Romano da. Der, was heißen soll, bei einem allfälligen Aufstieg von Kloten nächstes Jahr zum EHC Kloten wechseln. Bevor wir es dort sagen, Romano Borghezzi, wie wo du es gelesen und gehört hast, ist das bei dir durch den Kopf gegangen? Ja, ich bin jetzt daheim gewesen, habe für die Schule vorbereitet, Sachen am Lernen und dann denke ich, eine kleine Pause, dann habe ich den Blick geöffnet und gesehen die Schlagzeile und dann bin ich jetzt fast umgehauen. Jetzt erst gedacht, es ist 1. April, ich kann es gar nicht richtig glauben, aber es ist sicher ein riesen Paukenschlag, was da vermolden worden ist. Dass man da so den Blick vermolden hat, eben, dass es auf nächste Saison so soll sein wie ein Aufstieg. Dann hat man jetzt auch Watson können lesen, wo der Wasser, der Agent vom Duos zumindest, das dementiert hat, ganz klar. Also von dem wüsste er nichts. Der Vincent Solution hat es auch dementiert. Der hat gesagt, er hätte mit dem Duos noch geredet. Wir selber haben noch in Recherchen angestellt. Wir haben von Aschua Sitor erfahren. Also das heisst, dass sie nichts da werden, die einfach Unruhe geschürt von Seiten von Kloten quasi. Kloten selber will dazu nichts sagen. Auf eine Art auch verständlich zu Gerüchten sagen, ist selten etwas. Das kann auf alle Seiten deuten. Plus, da haben zumindest ich auch noch erfahren, dass anscheinend das Thema, was die beiden zu Kloten sollen wechseln, wie man anfangen Aufstieg schon Mitte Februar soll ein Thema gewesen sein. Oder sogar schon sakrosankt, das weiß ich nicht. Aber ausgerechnet an dem Zeitpunkt, wo sie offiziell bei Aschua bis 24 respektive 25 verlängert haben, ist auch schon die Meldung damals schon mal gegangen, dass sie beim allfälligen Aufstieg von Kloten dorthin sollen wechseln. Darum ist für mich schon die Frage, oder? Wie sehr ist das jetzt wirklich nur ein Geplänkel? Oder ist vielleicht etwas mehr dahinter? Das ist auch schwierig zu sagen, aber es ist alles nur ein Gerücht momentan. Nachdem hast du all die Informationen auch gehört hast, was denkst du, ist jetzt da, probiert irgendjemand aus Eigeninteresse das einfach zu streuen oder ist ein bisschen mehr dahinter? Das ist sehr schwer zu sagen. Also, es kann auch ein Gerücht sein, oder? Es geht die Saison in den Playoffs, vor allem jetzt bei dem Finale, um sehr viel. Es geht nicht nur um den Meistertitel, sondern es geht um den Aufstieg. Kann gut möglich sein, dass Kloten so viel Respekt hat und so Gerüchte in die Welt setzt. Aber meistens tendenziell ist ja bei Gerüchten immer etwas dahinter und von dem her kann es auch die Wahrheit sein. Sehr interessant, vor allem weil schon relativ viel Brisanz in der Playoff Finalserie wahrscheinlich drin wird sein, weil schon sehr viel erwartet wird von dieser Serie. Und jetzt noch so ein Gerücht, da gibt es einfach noch mehr Brisanz drin. Und sag jetzt mal, für den Zuschauer gibt das noch ein bisschen mehr Spektakel. Der Thomas hat der Agent auch gemerkt gegenüber Watson, dass sie Spieler von Kloten das Gerücht gestreut haben, dass sie ihm so zu Ohren kommen, behauptet er zumindest. Generell, wenn das jetzt sogar, ob es jetzt stimmt oder nicht, wem schadet das aktuell vor dieser Serie? Seitdem ist gestern bekannt, dass die Serie wird geben, Kloten anschauen. Wem schadet das am meisten und wem ja, hilft es vielleicht sogar jetzt etwas in dieser Serie? Ja, ich kann mir wirklich vorstellen, wenn das wirklich tatsächlich so ist, dass der Hesen und der Devos zu Kloten gehen nächstes Jahr, dann habe ich eher das Gefühl, dass das Aschua könnte schaden. Weil es geht wirklich um den Aufstieg, es geht auch wahrscheinlich um finanzielle Lohnsteigerung für Hesen und Devos, wenn es nächstes Jahr zu Kloten gehen könnte. Und jetzt musst du gegen den Gegner auch noch eine Serie spielen. Ich habe eher das Gefühl, dass das dann nachher würde Aschua und mit dem Hesen und Devos ein bisschen schwächer machen. Hingegen, wenn es nur ein Gerücht ist, zeigt es mir, dass wirklich das Kloten so viel Respekt vor diesen zwei hat, dass sie ein das Gerücht in die Welt setzen müssen, um Aschua zu schwächen. Das zeugt dann auch nicht gerade viel von grossem Selbstvertrauen in die eigene Reihe. Aber es ist klar, es ist typisch, dass es nicht jetzt genau jetzt rauskommt und nicht schon irgendwie vorgestern oder erst morgen, sondern wirklich gerade dem Zeitpunkt, wo die Serie bekannt ist. Das ist hingegen nicht überrascht, dass irgend so etwas jetzt kommt. Nein, wenn etwas dran ist und auch wenn es nur ein Gerücht ist, der Zeitpunkt ist perfekt. Es kann noch 2, 3 Tage jetzt darüber geschrieben werden, wahrscheinlich noch viele Sachen, wo darüber geschrieben stimmt und dann wieder Dementi und. Also das gibt wirklich Brisanz in die nächsten paar Tage vor dem ersten Spiel und das Timing ist klar gewesen. Das muss nicht im Halbfinale kommen, sondern wenn es dann auch so weit ist, Kloten-Aschwa, ist das Timing eigentlich für die Meldung perfekt. Es ist nicht per Zufall, dass wir jetzt gerade ausgewählt haben für die Einschätzung von unseren Swiss Leagues-Experten, von unseren Firmen, weil du bist einer von denen, der schon mal etwas ganz Ähnliches erlebt hat damals in Autosaison 09-10.
Und zwar durch Brian Kelly und Jeff Campbell. Campbell heute Coach beim SC Langenthal. Und zwar ist dort, für die es nicht wissen, die zwei haben eine Saison bei Alter gespielt, haben top stark gehabt, einen riesen Scoring-Wert gehabt. Viele sind davon ausgegangen, sie werden ja verlängern, oder Alter ist eigentlich auch dran gewesen. Und plötzlich kommt irgendwann die Meldung, so auch kurz vor den Playoffs, irgendwann ist, Kelly Campbell, die Wechsel auf die nächste Saison dann zum SC Langenthal. Was es nachher dann ausgelöst hat für Langenthal mit Meistertiteln, ist auch noch klar. Damals, wenn so eine Meldung kommt, als Spieler im Team in und du hast eigentlich zwei dominierende Spieler von der Liga in dem Moment. Magst du dich erinnern, was kann das in einer Mannschaft noch auslösen, die vorher von dem keine Ahnung haben? Ja, es war wirklich eine ähnliche Situation. Vielleicht ist es nicht um den Aufstieg oder um ein Playoff-Final gegangen, aber immerhin war der Wechsel zum grössten Rival. Also darum kann man diese Situationen schon ein bisschen vergleichen. Als Spieler selber hast du eigentlich das Ziel gehabt, einfach die Serie zu gewinnen und hast es eigentlich probiert zu verdrängen. Aber ich mag mich noch gut daran erinnern, es war nicht nur der Kelly Campbell, sondern auch noch der Brecker, also die erste Linie, die von Langenthal übernommen worden ist. Und dann auch wieder ein Spiel gegen Langenthal gehabt. Und ich muss ehrlich sagen, die Fans haben das gar nicht gutiert. Also die haben Kelly Campbell und den Brecker relativ hart angegangen, die eigenen Fans. Also immerhin gibt es wahrscheinlich das jetzt nicht, weil die Fans ja nicht dabei sind oder maximal jetzt nur 100. Von dem her, das fällt mal sicher weg. Ich mag mich auch noch gut erinnern, dass das nicht wirklich die beste Spiel nachher war von Kelly Campbell. Also die haben das Gefühl, die haben schon drunter gelitten und haben ihre Leistung, die sie vor die ganze Saison abgerufen haben, zumindest in dieser Serie gegen Langenthal nicht mehr können abrufen. Aber das Team, eben, du hast gesagt, für die Spieler selber, was denkst du, wird die Diskussion ja geben, mit dem Team in automatisch, das ist gar nicht zu verhindern. Was kann das für eine Eigendynamik nehmen, jetzt vor allem beim Seiten des HC Aschua? Ja, sicher, bei der Vorbereitung auf das Finalspiel ist nicht mehr nur noch Kloten als Gegner-Thema, sondern du hast intern auch Themen, die du besprechen tust, die Unruhe geben. Ich habe das Gefühl, die Spieler selber sind genug professionell, um mit dem können umgehen und probieren sich wirklich den Fokus auf den Sonntag zu setzen. Und du schaust den Mitspieler, der den Wechsel gemacht hat, in dem Zeitpunkt nicht irgendwie als Verräter an, sondern probierst gleich mit den Spielern, die du hast, noch die Ziele erreichen. Ich habe jetzt das Gefühl, der Fokus wird eher darauf sein, wie der Hesen und der Devosch mit dem könnten umgehen, falls der Wechsel wirklich nächstes Jahr so stattfinden würde oder nicht. Jetzt sind wir also gespannt. Ab dem Sonntag werden wir es erfahren, welche Richtung es geht. Romano, merci vielmals, dass du Zeit genommen hast für die Einschätzung. Und ja, Spannung wird nicht kleiner, kann man sagen, oder? Ja, also ich muss ehrlich sagen, es fängt schon an kribbeln für am Sonntag. Also wenn es endlich losgeht, ich sage jetzt für den neutralen Zuschauer, noch ein bisschen Brisanz noch mehr drin, das hat man irgendwie noch gern. Ich bin gespannt, wie die ganze Geschichte ausgeht und bin auch vor allem gespannt, wie der Finale ausgeht. Also Spiel 1 auf MySport 2 am Sonntag am 10.05 Uhr geht's los. Ich weiss gar nicht, Romano, du bist glaube ich im ersten Spiel noch nicht Experte oder bist du im ersten Spiel gerade... Ich habe gerade im ersten Spiel einen Einsatz. Ich denke, die Frage wegen Hesen Devosch wird mir dort nochmal gestellt werden. Vielleicht wissen wir dort mehr und können sie abschliessender beantworten. Genau, also in dem Fall. Der Romano, bis zum Sonntag, danke vielmals und ich hoffe, wir können ein bisschen mehr Licht ins Ganze bringen.